Hi, schön, dass du wieder am Start bist. Heute geht es ums Thema Impfen und ich würde gerne deine Meinung dazu wissen. Also bleib dran! Wie schon gesagt, geht es heute ums kontroverse Thema Impfen und auch ganz speziell deine Meinung, wie du dazu stehst. In Deutschland ist es nämlich so geregelt, dass ja, das Impfen fast schon zum Standard gehört. Fast jeder lässt sich impfen. Ob er das Thema jetzt mehr oder weniger hinterfragt, sei mal dahingestellt. Aber die meisten gehen einfach zum Arzt, lassen sich ein paar Nadelstiche verpassen in unterschiedlichen Intervallen, denn eine Impfung an sich reicht ja häufig nicht. Manchmal muss man noch ein zweites und drittes Mal gehen, bis der Impfstoff seine Wirkung entfaltet und einen Menschen vor gewissen Risiken schützt. Es gibt in Deutschland gewisse Standardimpfungen, aber auch spezielle Impfungen, die jetzt kein Must-Have sind, wo aber auch viele Menschen sich hingezogen fühlen, damit sie für ihre eigene Gesundheit halt ein gewisses Risiko ausschließen können. Jetzt gibt es aber auch die Menschen, die das Thema sehr kritisch beurteilen bzw. mehr hinterfragen, vielleicht auch sogar eigene negative Erfahrungswerte gesammelt haben und aufgrund dessen einfach sagen, ich lasse mich nicht mehr impfen. Das kann sowohl die eigene Person betreffen, also dich selbst, oder wenn jetzt gerade auch Eltern zuschauen, bezogen auf das Kind, das man dann erwartet und dann sagt, okay, wir kriegen ein Kind, das lassen wir nicht mehr impfen, was auch in irgendeiner Form seine Daseinsberechtigung hat. Ich denke, jeder Mensch sollte seine eigene Meinung so vertreten, dass er sich damit gut fühlt. Jeder muss es für sich selbst beurteilen und ich würde mich sehr dafür interessieren, wie denn deine Meinung dazu ist, ob du eigene Erfahrungswerte gesammelt hast, positiv wie auch negativ. Besonders würde mich vielleicht wie auch andere Zuschauer interessieren, falls du dich nicht impfen lässt oder nicht mehr zum Impfen gehst, ob es dir trotzdem gut geht, ob du dich fit fühlst, wohlfühlst oder ob du doch schon für gewisse Dinge, für gewisse, ich sag mal, Krankheiten anfälliger bist, anfälliger reagierst. Das ist doch, glaube ich, sehr interessant für viele, die regelmäßig zum Impfen gehen, aber darüber nachdenken, sich vielleicht nicht mehr vollumfänglich zu impfen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du einen Kommentar, ein konstruktives Kommentar da lässt und nicht partout sagst, Impfen ist super oder scheiße, sondern dass du es vielleicht mit ein paar eigenen Erfahrungswerten fütterst, damit die Qualität der Kommentare deutlich zunimmt und sich viele Zuschauer auch daraus was für sich, für ihr eigenes Leben bzw. für das Thema Impfen rausziehen können. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn du deine Erfahrungswerte da lässt. Nimm mir vielleicht ein, zwei Minuten Zeit, das wäre mir sehr, sehr wichtig. Und ja, ich bin gespannt, was es gleich zu lesen gibt. Also, erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.